Hallo und herzlich willkommen zum User Talk Stammtisch. Heute mit dem Thema Mikrofone, Mikrofone, der dritte Teil über die Jahre gesehen. Dranbleiben! Herzlich willkommen zum User Talk, dem Music und Sound Production Podcast aus Berlin. Ja, hallo, da sind wir wieder. Heute mit in der Runde der Fabian von Hofer Studios. Hallo Fabian. Guten Tag, freue mich dabei sein zu können. Und der Tom Wendt. Hallo, ich freue mich, dass ich wieder Strom habe. Das ist aber schön. Ja, und wir haben heute das Thema Mikrofone. Vielleicht gucken wir gleich mal, was haben wir denn so, was wir heute benutzen. Ich sitze hier im Garten in Hamburg in der Sonne. Tom, du sitzt auch in Hamburg, nicht im Garten. Und ich habe hier ein dynamisches Mikrofon, mit dem ich arbeite. Das ist so ein Eigenbau von dem Attila von United Minorities. Ja, was ist sehr praktisch an diesem Mikrofon hier draußen im Garten? Kein Wind zu hören. Oh, mal, damit hast du aber... Das war jetzt der Papst irgendwie. Genau. Ich kann meinen Kaffee hochhalten, aber damit sollte ich nicht so schlenkern. Es ist nämlich schon eine ganze Menge Wind hier, aber das merkt man bei diesem Mikrofon nicht so sehr. Was hast du denn da, Tom? Oh, das ist ein handgeklöppeltes MXL. Nee, in der Tat. Dieser U7 irgendwas. Ich bin da irgendwie ziemlich Legastheniker mit Mikrofonen. Hier dieser Neumann U. Ach, das seht ihr mit dem Dunklen gar nicht, ne? So vielleicht ein bisschen besser. U87 wahrscheinlich, ne? U87 Nachbau, genau. Von MXL. Und zwar ist das aber ein ganz besonderes. Das hege und pflege ich, weil vor ungefähr, jetzt müsste ich mal lügen, ich fürchte, das war 2000 oder 2001, als die NAMM Show nämlich nicht in Anaheim, sondern in L.A. in der Convention Hall war, da hat die Firma MXL, das waren ein paar amerikanische Marshall Electronics, diese Mikrofone vorgestellt. Und die sind, die haben das Gehäuse und so, das ist alles China, nur die Elektronik ist handgelötet. Und das waren die ersten 20 Prototypen, die sie da vorgestellt hatten, bevor das dann halt in Fernost in Produktion ging. Und denjenigen, der die damals nach Deutschland gebracht hatte, den kenne ich ganz gut und der hat mir da eins zukommen lassen. Und von daher, das ist was, ich habe das gar nicht so, ich meine, das klingt super und die Leute sagen immer wieder, wow, was sind das? Und dann habe ich mal realisiert, dass es doch offensichtlich doch ein Unterschied ist. Ansonsten MXL finde ich ganz cool. Hier, da sieht man, glaube ich, auch noch eins. So, das hier. So, das ist auch ein MXL. Dieses mit den zwei Charakteristiken, Bright und Vintage, Warm, mit zwei Kapseln. Das finde ich sehr gut für Vocals und so. Und ansonsten bin ich da eher frugal. SM57 und ein SM58 habe ich noch. Damit hat sich das auch schon erschöpft. Alle anderen Mikros habe ich im Laufe der Zeit verkauft. Fabian, was hast du denn da am Start? Ja, ich habe hier ein DBA-Headset. Das ist ein Kondensatormikrofon. Ja, sieht man es, relativ klein. Und ja, das ist eben gerade für solche Sachen hier praktisch. Ist jetzt nicht unbedingt das windunempfindlichste Mikrofon, jedenfalls so wie ich es momentan habe. Aber das ist hier natürlich im Studio auch irgendwo egal. Ja, du hast da wahrscheinlich, so wie ich das sehe, eher wenig Wind. Ja, höchstens von der Klimaanlage, aber die ist momentan aus. Okay. Was ja vielleicht ganz interessant ist, Tom, du hast eben gesagt, Charakteristiken. Was war das? Vintage und Bright oder was? Ja, so heißt das bei diesem MXL. Der hat, wie gesagt, das Ding hat zwei Kapseln eingebaut und da kann man halt umschalten. Und die haben halt... ja, keine Ahnung, ob das dann nur die Elektronik oder die Vordämpfung ist oder so. Ich weiß es immer nicht, was da jetzt wirklich so das Wesentliche ist. Die klingen jedenfalls unterschiedlich. Also für eine Akustikgitarre wäre eher Bright gut. Und für die menschliche Stimme finde ich dieses Vintage eigentlich wesentlich angenehmer. Das heißt, du hast da einen Schalter dran, wenn du den umwirfst, sozusagen benutzt du die eine oder die andere Kapsel. Ist das... so genau, korrekt. Ich kann das vielleicht mal, nee, kann ich jetzt nicht so leicht, ich weiß nicht, seht ihr das? Zieh das mal rüber. Genau, ich komme auch mal näher. Hier ist ein Schalter. Mhm.
Und da hier ist irgendwie auf der Seite, wo es spielt, das sieht man, glaube ich, ein bisschen, das rote Licht an. Ja, ja, okay. Es geht dann hier aus und auf der anderen Seite an, das kann ich jetzt nicht zeigen, ja, ohne hier größere Umbauten vornehmen zu können. Und wie gesagt, das finde ich ganz gut. Und ansonsten hat es noch einen Low-Pass, das Übliche. Und das Ding ist halt eine Niere. High-Pass nee, wahrscheinlich, ne? Weit ist Niere und das ist auch Niere, doch, genau. Okay, weil was ja typisch ist, da wir sind jetzt natürlich sofort schon im Eingemachten, aber was typisch ist bei diesen Großmembran-Mikrofonen mit umschaltbarer Charakteristik, ist, dass die zwei Nierenkapseln einsetzen, Rücken an Rücken. Mhm. Und das ist immer der Fall. Und diese beiden Kapseln werden aber in der Regel miteinander verrechnet, die Charakteristiken. Das heißt also, wenn ich die zwei Nieren zusammenfasse, addiere, dann kriege ich eine Kugel. Wenn ich die beiden voneinander abziehe, die eine minus die andere, das Signal, also von der einen invertiere in der Phase und das Ganze zusammenrechne, dann bekomme ich eine 8. Und dann, je nachdem, wie viel ich von dem einen oder von dem anderen nehme, dann bekomme ich nierenförmige Geschichten. Also eine reine Niere, wenn du eins davon weglässt, in die eine oder andere Richtung. Aber ich glaube, was du eben gezeigt hast, das ist relativ untypisch. Fabian, was meinst du? Ich vermute, das sind tatsächlich irgendwie zwei verschiedene Schaltungen, die irgendwie gemacht werden. Also das ist keine normale Umschaltung zwischen zwei verschiedenen Kapseln. Aber von dem speziellen Mikrofon kann ich es jetzt auch nicht so genau sagen, was sie da eingebaut haben. Ist das denn so, dass du beides mal von der gleichen Seite reinsprichst oder musst du dann auch von der anderen Seite? Deswegen ist ja das Lämpchen an. Genau, auf der Seite, wo die Kapsel aktiv ist, da leuchtet halt das rote Licht. Okay. Dann haben die einfach zwei verschiedene Kapseln eingebaut, ja. Ja, ich kann auch gleich mal gucken, irgendwie, das ist das MXL V67i für die Interessierten, die das vielleicht mal googeln möchten. MXL V67i. Und ich finde das ganz gut, ist auch gar nicht so teuer. So dieses richtig teures Mikrofonzeug habe ich gar nicht. Ich habe auch noch übrigens dieses hier, auch noch so ein Headset, wie du. Nur das ist jetzt auch das total einfache, das habe ich mal ein bisschen modifiziert. Das ist dieses Thomann Headset für 89 Euro. Da habe ich einen normalen Klingenstecker dran gemacht. Und das funktioniert auch hervorragend mit so kleinen Handyrekordern oder mit dem iPhone mittlerweile. Mit einer kleinen Modifikation. Und das ist relativ angenehm für Sprachaufnahmen, habe ich festgestellt, wenn man ein bisschen ungeübtere Sprecher hat. Denn mit den entsprechenden EQ-Settings kann man dann doch einiges noch rausholen, was irgendwie so ein Bolide hier vielleicht von sich aus schon mal liefert. Wenn man halt so diesen speziellen Sound haben will, von der dicken Stimme mit Nahbesprechungseffekt. Der Tom-Wendt-Sound. Ja. Den was? Der Tom-Wendt-Sound, wie wir ihn alle kennen. Oh, mein Hund, okay. Vielleicht sollte man jetzt gerade mal einen kleinen Schritt zurückgehen und nochmal über die Charakteristiken sprechen. Also die Benennung jetzt, die du eben hattest, von wegen Bright and Vintage, wobei Vintage wahrscheinlich dann irgendwie eher fett ist und so. Ich weiß gar nicht mal, ob man dafür zwei verschiedene Kapseln hat, sondern ich würde vermuten, sie haben zwei verschiedene Vorverstärker da drin und man schaltet dann um. Und die haben es einfach aus Einfachheitsgründen dann eben mit diesen zwei Kapseln gemacht, weil man auch diese Konstruktion eben mit diesen beiden Kapseln relativ leicht bekommt, vorgefertigt. Ne? Fernost. Also schauen wir doch nochmal genau nach, bevor wir weiterhin Dual-Caps. Ich habe eben versucht, das zu finden, aber ich hab nur das G gefunden. Das, ja, MX it's a dual Capsule Condenser Mic. V67i Tube. Genau. Okay, das sagt er schon. Wenn Sie da eine Röhre drin haben. Nein. Nicht Tube. Ja. Nee, nicht das. Dual Capsule Design. Two different tones. Ba, 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 ba. Wieso? Ah, ja, okay. Jetzt habe ich es. Patented. Okay, gut. Das werden wir auf jeden Fall nachher mal anschauen. Das ist ja interessant. Naja. Ja, aber vielleicht gehen wir noch mal ein kleines Stückchen zurück und schauen uns erstmal an, was man normalerweise unter Mikrofoncharakteristik versteht. Florian, willst du dazu was sagen?
Fabian, aber gerne. Fabian. Also grundsätzlich, was man eben meistens so irgendwie auf der Bühne hat oder auch im Studio, ist die Nierencharakteristik. Das ist eben das, was eben ein Mikrofon normalerweise macht. Ich habe hier mal ein ganz normales SM57-Mikrofon. Ich halte das kurz in die Kamera, müsste man erkennen können. Das ist ein Nierenmikrofon und das ist eben, verwendet man gerne an der Snare Drum oder am Gitarrenverstärker. Und das ist eben so, dass nach vorne raus das meiste aufgenommen wird. Hier so wird aufgenommen. Und zur Rückseite hin blendet dieses Mikrofon relativ erfolgreich aus. Und das ist eben die typische Nierencharakteristik, dass man eben von vorne volle Besprechung hat. Von der Seite ist es schon ein gutes Stück abgedämpft. Ich glaube, es sind so um die 6 dB rum. Und nach hinten rum hat man dann eine vollständige Auslöschung eigentlich. Und das, dadurch sind die eben... Ja, auf der Bühne besonders praktisch, einfach weil man natürlich damit dann ein Signal aufnehmen kann, andere Signale da jetzt aber nicht so stark rein übersprechen. Und auch im Studio möchte man ja nicht unbedingt immer, dass alles überspricht. Deswegen ist ein Nierenmikrofon auf jeden Fall schon das, was man am häufigsten eigentlich antrifft. Und was man dann häufiger auch noch trifft, sind dann Kugelmikrofone. Ich habe jetzt leider keine reine Kugel, sondern wie gerade schon gesagt, ein zusammenschaltbares Mikrofon. Da sieht man hier hinten die, ich weiß nicht, ob man es jetzt erkennen kann, jedenfalls ist da ein Umschalter, wo man dann eben die Richtcharakteristik einstellen kann. Und hier habe ich es jetzt auf Kugel geschaltet, das heißt, die vordere und die hintere Kapsel zusammen ergeben eine Kugel. Und das macht man im Studio auch gerne, wenn man eben in guten Räumen irgendwie aufnehmen kann, wo die Akustik eben auch so ist, dass man die auch auffangen möchte. Weil dadurch, dass man eben im Gegensatz zu Niere jetzt auch von hinten das Signal aufnimmt, hat man natürlich auch einen kompletten Raumreflexion nimmt man mit diesem Mikrofontyp auf. Also da kann man auf jeden Fall schon mal unterscheiden, ob man eben gerichtetes oder ein ungerichtetes Mikrofon benutzt. Genau. Roll das mal wieder weg. Jo. Der dritte Typ. Genau, wo sollen wir weitermachen? Bei 8? Ja, würde ich sagen. Alles klar, dann hole ich mal noch ein Mikrofon. Das ist jetzt ein Bändchenmikrofon, da kommen wir gleich vielleicht nochmal drauf zu sprechen. Das ist von vorne und von hinten besprechbar. Von der Seite allerdings hat eine sehr gute Auslöschung. Das heißt, man hat hier sozusagen einen guten Aufnahmebereich und hier einen guten Aufnahmebereich. Hier drumherum auf dieser Achse hier gibt es jetzt allerdings eine relativ gute Auslöschung. Also momentan nimmt das Mikrofon relativ wenig von mir auf. Wenn ich es jetzt so ein bisschen drehe, dann nimmt es relativ viel wiederum auf. Und die Achten kann man, also ist ein bisschen speziell. Die meisten Mikrofone bieten das, also haben es normalerweise erstmal nicht drin. Bändchenmikrofone sind da jetzt so eine Ausnahme. Kann man aber auch, wenn man weiß, dass es eine Acht ist, auch sehr gewinnbringend einfach einsetzen. Aber jetzt ist ja zusammen mit der Kugel eines der ältesten Designs für Mikrofone, ne? Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich Mikrofone an sich, gibt es ja schon seit den 30ern, glaube ich. Da wurden die, glaube ich, entwickelt. Ende 20er, Anfang 30er Jahre, irgendwann dann so. Und das liegt einfach daran, dass eben das Bändchen in der Mitte frei schwingend ist und dann eben sowohl von der einen Seite als auch von der anderen Seite besprochen werden kann, von den Schallwellen. Genau. Ja, was man vielleicht noch dazu sagen sollte, ist, dass das Bändchen ist eigentlich das Mikrofon mit der besten Auslöschung von allen Charakteristiken von der Seite her. Also das ist, glaube ich, sind vielleicht 90 dB oder so, die man Auslöschung hat direkt von der Seite, während so eine Niere nach hinten doch schon noch eine ganze Menge aufnimmt. Also wenn man sich da, da kommt man später noch dazu zu den Diagrammen, wenn man sich die Diagramme anschaut, dann sieht man das. Also wenn man wirklich optimal in eine bestimmte Richtung richten möchte und in eine andere Richtung möglichst wenig, dann sollte man sich mal die 8 angucken, die leider doch relativ selten verwendet wird. Also was du eben auch gemeint hattest von der Niere, das ist natürlich so das am häufigsten eingesetzte Mikrofon, das ist also eine Mischung aus den beiden Charakteristiken. Ist natürlich auch auf der Bühne sehr praktisch, weil man wenig Feedback produziert. Genau, ja. Na, wenn man die entsprechend aufstellt, wenn man die natürlich direkt vor den Lautsprecher stellt, wo man auch die PA raushören kann, dann ist das nicht so richtig gut. Aber wenn man da entsprechend arbeitet, dann hat man mit diesem Mikrofon so die besten Chancen. Es gibt dann noch zwei weitere Charakteristiken von der Niere. Ja, soll ich die gerade noch erklären? Ja, oder? Genau, erklär die auch nochmal gerade. Alles klar, es gibt noch die Superniere und die Hyperniere, wobei das auch eigentlich nur Modifikationen davon sind. Ich habe hier jetzt von dem Mikrofon nochmal hier beim AKG, da kann man
Ups, soweit ich weiß, eine Supernähre einstellen. Auf dieser Position ist das dann. So, sieht man jetzt wahrscheinlich nicht ganz so gut. Die Supernähre ist die Charakteristik mit der besten Dämpfung nach hinten hin. Also das heißt, die nimmt vorne gerichtet auf. Hinten das muss ich ein bisschen relativieren. Hinten kommt nochmal so ein kleines bisschen dazu. In der Richtcharakteristik sieht man das einen Tacken besser. Und dafür ist es von der Seite ein bisschen besser abgeschottet als eine normale Niere. Und die Hyperniere in dem Vergleich hat hinten hin wieder ein bisschen mehr Aufnahme, ist dafür von der Seite noch wesentlich besser abgeschottet. Also wenn man so möchte, geht es von der Niere über die Superniere zur Hyperniere zur 8. Das wäre so die Reihenfolge, auch wie sich eben Doppelmembranmikrofone zusammensetzen. Ich hoffe, das ist verständlich. Ja, das fand ich ganz gut. Wir haben also fünf verschiedene, so zwei grundlegende Typen, die Niere als reinen Mix und dann noch diese zwei Nierenvarianten. Darüber hinaus gibt es noch zwei Techniken, die Verwendung finden, im Filmbereich vor allem und im Bereich der Naturaufnahmen. Das ist das Richtrohr. Mhm. Ja, das haben bestimmt noch alle schon gesehen. Das ist ein, ich glaube, Interferenzrohr nennt man das auch, ein relativ langgestrecktes Mikrofon, was eben noch richtender ist als die Hyperniere. Genau. Und dann gibt es noch den Spiegel, den Parabolspiegel. Das ist dann eine Konstruktion mit einer akustisch reflektierenden Halbkugel oder so eine parabolisch geformte Fläche außenrum, und die reflektiert dann den Schall in die Mitte und dort kann man den aufnehmen. Und das wird ganz gerne verwendet, wenn man irgendwelche Vögel aufzeichnen will. Und ich glaube sogar bei Sportgeschichten im Stadion, wenn man relativ weit weg ist. Ich hätte es nur gelesen, wenn man irgendwie Flugzeuge oder so versucht zu orten oder dass man da irgendwie im Windkanal bestimmte Sachen von rausfindet. In dem Zusammenhang hatte ich es mal gelesen. Ja, es gibt so Einsatzmöglichkeiten aus dem militärischen Bereich. Ich glaube, Zweiter Weltkrieg. Da gab es dann auch so Horchposten, die solche Konstruktionen hatten wie so ein Hörrohr. Und dann wurden die dann gedreht. Diese Rohre, die mussten natürlich fixiert sein. Die Person sitzt dann drin und die hat das dann quasi als Hörrohr in ihren Ohren drin stecken. Dann dreht man die und die sagt jetzt, wo sie irgendwie was hören kann. Und dann konnte man sie, glaube ich, auch noch so ein bisschen hoch und runter kippen. Das ist eine akustische Peilung, offensichtlich vor den Zeiten, wo Radar dann erfolgreich eingesetzt worden ist. Also ich glaube, das geht auch zurück Richtung 30er Jahre, 40er Jahre. Und witzigerweise war auch einer der Leute, die da geforscht haben, der Herr Blumlein. Ach, hat mit Radar beschäftigt. Das ist spannend. Naja, so. Wahrscheinlich hat er von da seine ganzen theoretischen Grundlagen. Könnte ich mir vorstellen. Ja. Weil er war auf jeden Fall, der war ziemlich inspiriert auch durch den Film und durch die Notwendigkeit, dass man, wenn man sieht, dass sich jemand von links nach rechts bewegt, auch hören kann, dass er von links nach rechts geht. Und dafür braucht man natürlich dann Stereo und dafür braucht man entsprechende Mikrofonaufstellungen und so weiter. Aber diese Parabolgeschichten sind ganz interessant, die verfälschen allerdings auch eine ganze Menge, so wie die Richtrohre auch. Das ist also für den Menschen, der jetzt irgendwie sauberen Sound aufzeichnen will, nicht unbedingt so geeignet. Ja. Tom, hast du schon mit irgendwelchen Richtrohren gearbeitet? Ja, ich habe mal für Videogeschichten versucht, damit so diesen, was ist denn das nochmal? Irgendwie für die Angel? Stick. Ja, so eine Angel, also so ein Boom. Und das einigermaßen in den Griff zu kriegen. Wenn es irgendwie relativ ruhig ist, dann ist das irgendwie okay, aber so richtig zufrieden war ich damit nicht. Von daher beschränken sich dann meine Erfahrungen auf nur weniges. Und das ist, was wollte ich sagen? Und ansonsten, ja, habe ich mal sonst früher mal rumexperimentiert mit längeren Rohren. Es gibt da im Baumarkt so schöne Dinge, wo man dann halt irgendwie Mikrofone mal so leicht durchziehen kann, um zu gucken, wie sich denn so das verändert, was man da so aufnimmt. Das sind jetzt noch tiefste 80er, frühe 90er, für Gitarrenaufnahmen und Drums und so. Wenn man da so Double-Tracking macht in der Zeit, als es noch keine Plugins gab und nur 24 Spuren maximal,
wo man dann halt noch irgendwie so abgefahrene Signale versucht hat mitzunehmen, während jemand gespielt hat, um dann halt beim Mischen gegebenenfalls dann noch ein bisschen schräges oder besonderes Zeug dazu zu schrauben. Und dann hat sich das irgendwann ziemlich relativiert und beruhigt mit den verschiedenen Mikrofonexperimenten. Bis auch, wie gesagt, zu Sprachaufnahmen für Videogeschichten und so. Das ist halt immer noch so ein Punkt, aber da bin ich jetzt eigentlich bei den Lavaliers bzw. diesen kleinen Headsets angekommen und das ist eigentlich ganz gut, ganz angenehm. Ja, wo wir jetzt gerade von das Thema Headset haben, da wäre noch interessant, wenn man die Charakteristiken mal jetzt betrachtet hat, zu schauen, wie ein Mikrofon überhaupt operieren kann. Es gibt ja im Wesentlichen drei Typen von Mikrofonen. Tom, willst also du dazu was sagen? Oder Fabian, nochmal? Mir egal. Lieber Fabian. Lieber Fabian. Lieber Fabian. Bin ja nicht so versiert. Das ist bei mir alles lange her. Soll ich noch was erzählen? Okay. Genau, erzähl doch mal was. Also grundsätzlich unterscheidet man eben zwischen dynamischen und Kondensatormikrofonen. Es gibt dann auch Kohlemikrofone und Piezo-Mikrofone, aber die sind jetzt eigentlich in der heutigen Tontechnik relativ irrelevant. Und bei den dynamischen Mikrofonen unterscheidet man wiederum zwischen Tauchspulenmikrofon und Bändchenmikrofon. Und damit hat man dann eigentlich die drei großen Kategorien. Und das dynamische Mikrofon hatten wir ja ganz am Anfang von der Sendung schon angesprochen. Das ist das Handmikro von Andrew. Und der hat da eben genau das. Da sieht man es nochmal. Das hat eben einfach Vorteile, dadurch, dass es ja sehr robust ist. Es ist nicht so extrem windempfindlich und sind relativ billig auch herzustellen. Und es geht halt auch einfach nicht so schnell kaputt. Deswegen ist für die Bühne halt ein guter Einsatz einfach. Dann gibt es eben die Bändchenmikrofone, das ist auch ein dynamisches Mikrofon. Das liegt daran, die dynamischen Mikrofone bedeutet im Grunde genommen, dass man eben einen Leiter hat, der in einem magnetischen Feld schwingt. Tauchspulenmikrofon ist so, dass man eine Schwingspule hat, wo vorne eine Membran drauf ist. Und dadurch, dass sich das bewegt, findet eben eine Induktion statt. Und dieser Strom, der durch die Induktion eben erzeugt wird, ist dann der Strom, der auch vom Mikrofon nachher weitergegeben wird. Inverser Lautsprecher sozusagen, ne? Genau, das ist ein Tauchspulmikrofon. Bändchenmikrofon funktioniert einen Tacken anders. Da hat man einfach einen Permanentmagneten und dazwischen ist meistens ein Aluminiumbändchen, was so geriffelt ist. Das ist wenige Mikrometer dick. Ich glaube so 2 bis 4 Mikrometer, in dem Bereich liegt das. Und das funktioniert auch mit der Induktion, aber das Bändchen ist eben wesentlich leichter als so eine Spule. Das heißt, man hat ein wesentlich besseres Impulsverhalten bei Bändchenmikrofonen. Der Frequenzgang ist auch meistens ein Tacken linearer als bei Tauchspulenmikrofonen tatsächlich. Der Riesennachteil von den Bändchenmikrofonen ist, dass die halt viel instabiler sind. Also ich hole nochmal gerade das Reuer hier. Deswegen ist das übrigens auch das einzige Mikrofon, was ich hier immer eingepackt habe, weil das eben auch wirklich empfindlich ist. Da sollte man jetzt nicht reinpusten, sonst besteht die Gefahr, dass es einfach kaputt geht. Mit Phantomspeisung muss man bei den Dingern aufpassen. Da gibt es Diskussionen drüber. Das müssen wir jetzt hier gar nicht unbedingt ausbreiten. Auch was so Luftfeuchtigkeit angeht, ist natürlich auch dadurch, dass einfach die Teile hier viel empfindlicher sind, alles ein bisschen kritischer. Deswegen findet man die auf der Bühne seltener, wenn ist da immer ein großer Aufwand betrieben, dass eben der Motor, so nennt man das, was eben in dem Bändchen drin ist, was eben dafür sorgt, dass es Töne eben überhaupt aufnehmen kann. Der wird normalerweise relativ gut geschützt. Also das wird man jetzt in der Webcam nicht sehen. Da sind mehrere Gitter drüber, die das eben beschützen sollen. Wieso soll das empfindlich sein gegenüber Feuchtigkeit? Hatte ich mal gelesen. Warum es genauso ist, weiß ich jetzt nicht. Weil dieses Bändchen halt relativ dünn ist und fein ist und Kondensflüssigkeit schon da dieses, also vom Gewicht her, von der Masse, irgendwie das Bewegungsverhalten schon extrem beeinflusst. Das ist das, was ich gelesen habe, was gesagt wird. Das erscheint mir jedenfalls sinnvoll, ja. Und das ist sowieso so ein Punkt, der dann halt immer mal, bitte? Ich hatte nämlich gerade gelesen, dass es auch für Aufnahmen in klimatisch schwierigen Situationen geeignet ist, wenn man dafür sorgt, dass jetzt keine heftigen Luftstöße da reinkommen, weil da natürlich
keine aktive Elektronik drin ist, wie in einem Kondensatormikrofon. Und dieses Bändchen, wenn das aus fast reinem Aluminium ist, auch unempfindlich gegenüber Oxidation wäre, hieß es. Genau, ja. Also das macht schon Sinn, aber wenn sich halt irgendwie was absetzt da dran, dann ist, glaube ich, also wenn dann da erstmal irgendwie Tröpfchen auf der Membran ist, dann klingt es, glaube ich, schon ja, komplett anders. Aber das sollte ja eigentlich bei normalen Distanzen nicht passieren bei einem Bändchenmikrofon, ne? Weil du guckst ja bei einem Bändchen gerade, dass die Leute nicht reinpusten. Das heißt, du hast entweder einen guten Popschutz oder eine entsprechende Distanz dazwischen und von daher sollte man eigentlich selten Spuckeablagerung in dem Bändchenmikrofon finden. Ja, ich meinte jetzt auch weniger wegen Spucke, sondern wegen Luftfeuchtigkeit tatsächlich, aber ja. Okay. Genau, das meinte ich auch mit der Luftfeuchtigkeit und solchen Geschichten. Okay. Ich bin manchmal in Studioräumen, wenn dann halt alles an ist, keine Ahnung, Rechner, Röhren-Amps, weiß der Henker was, dann und das dann irgendwie mal irgendwie aus ist für eine Zeit lang, dann legt sich doch schon irgendwie manchmal so ein bisschen, setzt sich das schon mal ein bisschen ab. So, habe ich jetzt aber auch gelesen, weiß ich jetzt auch nicht, inwieweit das in die Esoterikabteilung zu übertragen ist. Nur zu der Empfindlichkeit kann ich noch was sagen. Ich war letztes Jahr im Sommer mal für 2 Tage in einem Studio nördlich von London und habe mit dem Ace, dem Gitarristen von Skunk & Nancy, mal seine ganzen Verstärker geprofiled. Und da hatten wir ein Bändchenmikrofon, ein Sontronics Delta. Da hätte ich jetzt auch noch ein Bild davon irgendwo, wenn es haben wollte. Es ist halt so ein relativ großes Bändchenmikrofon. Und das wurde in Kombination mit dem SM57 vor dem Gitarrenkabinett eingesetzt. Und das hat durchgehalten, bis dann dieser Marshall Superlead, so ein altes Teil aus den 80ern, mal kurz angespielt wurde. Der war so laut, dass der das Bändchenmikrofon getötet hat. Einfach so vom Schalldruck her. Also so empfindlich sind diese Bändchen. Und danach haben wir ein Royer benutzt, was wesentlich, also im Vergleich zu diesem Delta, wesentlich langlebiger war. Das hat dann bis zum Ende der Session durchgehalten. Hoffentlich danach auch noch. So viel ich weiß, ja. Die Royer, die haben speziell eine Reihe von Bändchenmikrofonen, die für den Einsatz mit Gitarren-Amps gedacht sind. Und dann haben sie auch eine Reihe, die für empfindlichere Dinge gedacht sind. Also ich habe ja diese SF1-Bändchen, die haben eine Dicke von 1,8 Mikrometer und die sind auch dadurch natürlich ein bisschen geringer in der Masse und reagieren noch ein bisschen schneller auf Transienten und so. Und da sollte man natürlich dann nicht reinpusten. Es gibt so eine Daumenregel für Bändchenmikrofone. Wenn man irgendwie einen Lufthauch spüren kann mit der Hand, dann sollte man da kein Bändchen einsetzen. Oder mit Popschutz. Oder mit Popschutz, genau, mit einem guten Popschutz. Ja, sehr wichtig. Da müssen wir auch mal einen Talk drüber machen eigentlich. Aber wir waren jetzt angelangt bei den, du hast jetzt die verschiedenen Typen besprochen und warst jetzt kurz vor dem Kondensatormikrofon, glaube ich. Und da hatten wir vorher nämlich auch noch die Frage, wie ist es denn eigentlich mit einem Elektret, weil das ja auch dazu gehört. Willst du dazu noch was sagen? Ich kann es versuchen, also mit Elektretmikrofonen speziell, weiß ich nicht ganz so viel drüber, aber im Grunde genommen funktioniert das so, dass die Membran, die ja in der Kapsel immer drin ist, dass die Membran eben vorpolarisiert ist. Also dass die nicht so eine hohe Versorgungsspannung braucht, beziehungsweise gar keine. Also das Mikrofon an sich funktioniert dadurch ohne Versorgungsspannung, was eben normale Kondensatoren benötigen. Allerdings ist diese Versorgungsspannung, die man braucht, eben wesentlich geringer. Die ist im Bereich von 1,5 Volt statt 48 Volt bei normalen Kondensatormikrofonen. Genau. Was weißt du denn über Hochvolt-Mikrofone? Es gibt ja von DPA, glaube ich, so eine einige 120 Volt, sind das, glaube ich, Mikrofone. Ich weiß gar nicht, ob es von anderen Herstellern auch solche Mikrofone gibt, die eine wesentlich höhere Versorgungsspannung brauchen. Habe ich so noch nicht von gehört. Ich kenne es von Lautsprechern, dass man da so 100 Volt EL-Anlagen oder so macht. Bei Mikrofonen weiß ich leider nicht.
Okay, na, ich weiß nämlich auch nur, dass es das, das gibt, okay, dass diese Mikrofone dann natürlich auch einen eigenen Verstärker brauchen, der das liefert, aber das ist wohl auch von Typ zu Typ unterschiedlich. Es gibt wohl auch manche Mikrofonvorverstärker, die liefern nicht wirklich 48 Volt. Es gibt auch viele Mikrofone, die brauchen nicht wirklich 48 Volt. Genau. Aber das ist was, was man, glaube ich, wahrscheinlich am ehesten sich dann anschaut, wenn man damit ein Problem hat, ein Mikrofon mit einem Vorverstärker nicht richtig funktioniert, dann wäre das eine mögliche Erklärung, wenn das Mikrofon einfach wirklich 48 Volt braucht, aber das Gerät das nicht hergibt. Ja, das ist ein wichtiges Thema. Genau. Mikrofon, ja, ich habe jetzt übrigens das Mikrofon gewechselt, falls es aufgefallen ist. Ich bin jetzt hier mit diesem Canon VM1 Bluetooth-Sendemikro unterwegs. Das hier, ne, so halt sendet. Wow. Vorsichtig. Für kleines Geld. Und ich weiß jetzt nicht, wie sich das klanglich verändert hat oder so. Ich glaube, ihr habt nichts gemerkt. Ist nicht mehr so sonor, wie es vorher war. Ist ein bisschen weniger Bass, ja. Ach so. Aber. Okay, vielleicht jetzt mehr, oder? Geht's? Nein, nur mal so als das Ding, das hatte ich schon mal erwähnt in einer anderen Sendung, aber ich dachte, hier, wo es um Mikrofone geht, wäre das nochmal eine Erwähnung wert. Das gibt so für 200 €, Sender und Empfänger. Der Empfänger sieht genauso aus, kann man auch als Gegensprechanlage benutzen, dann aber nicht mehr als Mikro. Ist relativ komfortabel, denn ja, ohne großartiges Gewickel und für das kleine Geld funktioniert das ganz ordentlich. Und dieses Delay in puncto Bluetooth ist auch wirklich nur so im Bereich von 10 Millisekunden oder sowas, was man auch gar nicht merkt. Zumindest bei Skype nicht. Da ist eh alles verzögert. Genau. Was ich ganz interessant fand, ganz am Anfang der Sendung, da hattest du ein bisschen an deinem Mikrofon herumgefuhrwerkt, deinem Dual Characteristic-Mikrofon. Und da hat man sehr schön gehört, dass alle möglichen Sachen, die du damit gemacht hast, wenn du es berührt hast und so weiter, dass das ziemlich gerumst hat. Das kann nicht sein, weil das nicht angeschlossen war. Ganz am Anfang? Ganz am Anfang. Nee, es war nicht angeschlossen. Also mein, diese U7, der hier, die hier, MXL U87-Kopie, die ist angewiesen, das da ist nicht an. Das ist zwar. Nee, aber ich meine, das war dieses U87, genau. Nicht das Doppelbändchen, das Doppelkapselteil. Sondern das hattest du verwendet und dann hat man sehr schön hören können, wenn du irgendwie deine Hand auf den Tisch gelegt hast, wenn du es berührt hast. Ja, willst du dazu was sagen zum Thema Körperschall? Körperschall. das hier. Genau. So, jetzt hört man es ja. Jetzt habe ich das nämlich wieder an. Ja, klar. Genau, das ist nämlich was man auf jeden Fall im Auge haben sollte, vor allem mit Kondensatormikrofonen oder, nee, das kann man nicht sagen. Also mit bestimmten Mikrofonen ist Körperschall ein großes Thema. Ich bin da nur Praktiker. Also ich finde, dass die Großmembranmikrofone wesentlich empfindlicher sind im Sinne von Körperschall. So. Dazu kommt natürlich noch, dass das hier auf einem Stativ steht, was keine Spinne hat. Wisst ihr draußen, ne? Das ist sowas hier, wo das Mikrofon halt so frei drin hängt und jedenfalls die wesentlichen Erschütterungen wesentlich besser abfängt, als hier einfach das, so, ein, einfach das so eine Haltung. Mikrofon, die man nicht im Einsatz hat. Bitte was? Das braucht man für die Mikrofone, die man nicht im Einsatz hat. Die Spinne. Du meinst, weil ich das doch lieber hier dran montieren sollte. Ne? Nein, das ist schon gut. Ich meine, man klopft ja auch nicht so oft auf dem Tisch rum. Aber das ist irgendwie ein Faktor, der auch mit der Charakteristik von den Mikrofonen zu tun hat. Wenn man mit einem Mikrofon arbeitet, was eine Niere ist oder was eine 8 ist, dann ist das in der Regel wesentlich empfindlicher gegenüber Körperschall als eine Kugel beispielsweise. Und das liegt an einem Effekt, den man auch den Nahbesprechungseffekt nennt. Wer will dazu was sagen? Ja, soll ich was dazu sagen? Ja, also, im Grunde genommen,
Also im Grunde genommen kommt der Nahbesprechungseffekt eben dadurch, dass bei einer Nierenkapsel hier hinten, also ich weiß nicht, ich hoffe, das sieht man jetzt, mein Bild ist gerade verschwunden, deswegen, naja, dass hier hinten eben nochmal so Öffnungen drin sind. Das braucht eine Niere dafür, um eben überhaupt den Effekt machen zu können, dass von hinten das Signal ausgelöscht wird. Es funktioniert jetzt so, dass eben diese eigentlich freischwebende Membran sowohl von vorne als auch von hinten besprochen werden kann. Bei einer Kugel funktioniert das eben genau nicht so. Da hat man eben eine Membran, die aber hinten abgeschlossen ist. Das ist wie so ein Topf, kann man sich das vorstellen, der oben bespannt ist. Und bei diesem Mikrofon, die nehmen einfach nur den Schalldruck auf, der eben momentan vorne an der Kapsel dran ist. Das heißt, wenn jetzt da irgendwie, also wenn das Mikrofon an sich linear ist, dann ist ja auch die Abbildung von dem Mikrofon linear, egal wie nah man an dem Teil dran ist. Wenn jetzt ein Nierenmikrofon oder eine 8 hat, also ein Druckgradientenempfänger, wie man das eben auch ja, in der Fachsprache nennt, da ist dann eben der Effekt, dass wenn tiefe Wellen kommen, die sowohl von vorne kommen, als auch um die Kapsel drumherum gebeugt werden. Das sorgt unter anderem dafür, dass man extrem tiefe Frequenzen nicht so gut mit Nierenmikrofonen auffangen kann. Andererseits aber auch dafür, dass die Membran von vorne anders besprochen wird als minimal zum Rand hin von der Kapsel. Das ist eine Erklärung, weswegen es den Nahbesprechungseffekt gibt. Einfach dadurch, dass eben tiefere Frequenzen größere Wellenlängen haben und dadurch die Kapsel anders besprechen. Ich hoffe, man kann das irgendwie so erklären. Ja. Sag du noch was dazu. Ich habe nämlich da bei meinem Hundespaziergang drüber nachgedacht. Ich hatte vor einiger Zeit, ist das schon wieder ein paar Jahre her, eine Diskussion mit dem David Royer, der Meinung war, dass bei den Bändchenmikrofonen die Abbildung im tieffrequenten Bereich auch sehr gut ist, weil es sich eben um reine Druckgradientenempfänger handelt. Also es ist jetzt Bändchen sind quasi, oder sagen wir mal andersrum, ein Kugelmikrofon ist im Grunde genommen wie ein Barometer. Genau, ja. Es misst den Luftdruck. Und ein Barometer ist es egal, wie der Luftdruck jetzt davor, also ob der Luftdruck davor oder dahinter sich ändert. Es reagiert immer auf den Luftdruck dort an der Position, wo es ist. Und letztendlich sind Schallwellen ja auch Druckveränderungen, aber schnelle jetzt, also schneller als unser normaler barometrischer Luftdruck. Deswegen muss ein Mikrofon natürlich auch anders auflösen. Aber so ein Bändchen, was jetzt frei hängt, das hast du ja auch vorhin gesagt, das reagiert eben auch sehr schnell auf Wellen, die da drauf treffen. Wenn der Schall aber jetzt eine große Wellenlänge hat, weil es ein tieffrequenter Schall ist, dann ist die Druckänderung auf beiden Seiten fast gleichzeitig. Und deswegen reagiert dieses Bändchen dann jetzt nicht mehr entsprechend gleich auf tieffrequenten Schall wie auf hochfrequenten Schall. Ja, sondern es hat eigentlich, bildet es weniger tiefe Frequenzen ab, weil wenn hinten eben auch ein ähnlicher Luftdruck herrscht, dann kann die Auslenkung von dem Bändchen nicht mehr so stark sein. Genau. Trotzdem können gerade die Bändchen mit dem großen Bändchen, zum Beispiel R44 von AEA oder das Original RCA, haben einfach ein so extrem langes Bändchen, ich glaube, es sind um die 6 cm und die Resonanzfrequenz von denen liegt bei um die 16 Hertz. Das heißt, die können alles, was über 16 Hertz liegt, gut auflösen. Darunter wird es halt schwierig. Durch diese weiche Aufhängung auch, ne? Also durch den Mechanismus, die werden ja so geriffelt, diese Bändchen, korrugiert, und die sind eben auch sehr flexibel. Wenn man sich so eine normale Kapsel anschaut, die ist lange nicht so flexibel Hand zu haben wie so ein Bändchen. Aber trotzdem, es war mir nicht so ganz klar. Also das ging so ein bisschen hin und her jetzt mit dem David Royer und dann auch mit anderen, die meinten, dann das kann eigentlich nicht sein. Es ist egal, ob das jetzt eine normale Kapsel ist oder ein Bändchen. Es ist im tieffrequenten Bereich eben weniger, spricht weniger an. Und deswegen... Oh. Er ist weg. Und dann noch mit... Bist du noch da? Hallo? Ja, ich bin noch da. Gut. Du hast nämlich gerade auch schon wieder gestockt. Ah, verstehe. Ich weiß jetzt gar nicht, was mit diesem Mikrofon ist, wieso das nicht geht. Das ist ja lustig. Ups, der Andrew... von der Sonne verbrannt worden. Von der Sonne. Mhm. Ist ja interessant. Wieso geht das nicht?
Kann ich mal weiter moderieren, ja. ja, ich meine, das ist jetzt ganz viel Mikrofon-Theorie, so. Und ich meine, man kann ja vielleicht mal zu ein paar praktischen Dingen. Und Fabian, du als Resident quasi in dem Studio, kannst ja vielleicht mal kurz ein bisschen Überblick geben oder wir können auch gleich mal ein bisschen fachsimpeln, was denn für welche Instrumentengruppen in welcher Situation nun so besonders geeignet ist und warum. Also was wir schon mal gesagt hatten, ist in der Szene sehr beliebt sind die Reuer 121, jedenfalls als Unterstützung bei der Gitarrenbox-Abnahme. Und, mal ganz kurz, was war das Letzte, was ihr von mir noch gehört habt? Weil ich habe irgendwas nicht Theoretisches. Irgendwas. Was kam denn noch an? Du hattest gerade... Ja? Das Letzte, was ich gerade noch mitgekriegt habe, dass du von dem Herrn Reuer gesprochen hattest, dass er mit den... dass die Frequenzen, die tiefen Frequenzen wohl doch durchkommen. So. Und dann da noch etwas drumherum. Also. Ah, okay, weil mein Verständnis von diesem Nahbesprechungseffekt ist, dass dieser Nahbesprechungseffekt künstlich produziert wird durch das Design von dem ganzen Mikrofon, um diesen Abfall im tieffrequenten Bereich zu kompensieren. Aber dass beim das Männchen eben passiert. Grundsätzlich. Bitte? Beim Bändchen ganz grundsätzlich, weil, also jetzt bei einem normalen Kapselmikrofon, denn normalerweise würde das dann eben so abfallen und man konstruiert dieses gesamte Teil dann so, dass diese Frequenzen angehoben werden in einem bestimmten Bereich. Also das ist irgendwie darauf optimiert, dass in 2 Meter Entfernung der Frequenzgang relativ linear ist, aber das führt dazu, dass wenn man da näher rangeht, eben dieser Nahbesprechungseffekt auftritt, dass also die Frequenzen dann betont werden. Okay. Ja. Also soweit, nee. Okay. Ja, also soweit ich weiß, kann man einen Druckgradientenempfänger nicht ohne Nahbesprechungseffekt konstruieren. Man kann ein bisschen reduzieren oder eben auf bestimmte Abstände anpassen. Also dass du zum Beispiel wie bei einem Shure SM7B, das ist ja so konstruiert, dass wenn man nah ist, es relativ ausgewogen klingt. Und wenn man dann eben weiter weg ist, dann wird es ein bisschen flacher, weil eben der Nahbesprechungseffekt wählt. Aber soweit ich weiß, kann man kein Druckgradientenempfängermikrofon bauen ohne Nahbesprechungseffekt. Aber man konstruiert den quasi, man macht das Design so, dass er so ist, wie man das jetzt haben möchte. Ne? Ja, ganz genau. Und wie gesagt, zum Beispiel beim Shure SM7B ist es eben so, dass man da relativ nah dran sein kann und dann klingt es linear. Und okay. Da gibt es eben auch andere Mikrofone, die das genau anders machen. Zum Beispiel beim RCA R44, das ist dieses Riesenbändchen-Mikrofon, das wiegt so 4 Kilo. Das ist aus den 30ern, das Design. Wenn man da so einen Abstand von hat, dann hat man 12 dB Bassanhebung oder so. Also ganz gigantisch. Und da muss man schon 2 Meter von weg sein, damit das mal linear klingt. Und da hat man sich hier eben noch nicht so viele Gedanken gemacht, beziehungsweise gesagt, dann stellt man das Mikrofon halt weiter weg. Heutzutage designt man eben natürlich den Nahbesprechungseffekt schon auch irgendwie so, dass man es nutzen kann. Ja. Na gut, das hat jedenfalls dann auch direkte Einflüsse auf den Körperschall. Ne? Also dem Moment, wo das Mikrofon so einen ausgeprägten Nahbesprechungseffekt hat und man überträgt so tieffrequenten Schall über Klopfen oder sonst irgendwas, dann wird das natürlich entsprechend stark aufgezeichnet vom Mikrofon und dadurch wird das dann unter Umständen zu einem Problem. Aber der Vorschlag von dir, also das fand ich ganz gut, Tom, dass man mal schaut, was für Mikrofone man einsetzt bei verschiedenen Dingen. Aber ich habe so ein bisschen ein Problem mit, wenn bei Mikrofonen steht, das ist ein Mikrofon für Violine, für Trompete, für Gitarre und für Mandoline. Klar. Es gibt auch 100 andere. Ja. Aber ich glaube, ich meine jetzt mal Fakten und immer an die Zuhörer denken und Zuschauer denken. Wenn man mal so ein bisschen ein paar Brot- und Butter-Empfehlungen aussprechen würde, glaube ich, könnte das dem einen oder anderen noch helfen. Denn so die Spezialisten, High-End-Audioproduzenten werden sich jetzt wahrscheinlich nicht hier tummeln und uns dann nochmal zuhören. Sondern ich glaube eher, dass viele so die Herausforderungen haben, die halt mit akustischen Signalen umgehen wollen und müssen, so ein Mikrofonset zu haben, was sie einfach prinzipiell schon mal in eine relativ gute Ausgangslage
versetzt und mal davon ausgehend, dass man jetzt nicht irgendwie Schlagzeuge direkt mikrofonieren muss und so weiter, sondern so der Homie, der eine Soundkarte hat und wahrscheinlich nicht mehr als zwei Signale gleichzeitig aufnimmt und aber halt Akustikgitarre, diverse typische Hausmusikinstrumente, Stimme und so weiter aufnimmt. Was wären da so die Grundausrüstungsempfehlung? Wenn man davon ausgeht, dass man halt ein Audio-Interface hat, was auch ordentlich Phantom Power kann und so. Was wären da so eure Empfehlungen? Vielleicht Fabian mal was? Ja. Aus der Hoferpraxis, was so da das... Mhm. Also wir haben hier natürlich das Glück, dass wir irgendwie auf mehrere Mikrofone auch einfach Zugriff haben, was natürlich nicht heißt, dass ich privat auch irgendwas benutze. Und es ist schon so, dass man, wenn man irgendwie Stimme aufnimmt, meistens irgendwie doch zum Großmembrankondensator greift. Und das, denke ich, hat aber auch irgendwie damit zu tun, dass man einfach durch den Klang geprägt ist. Wenn man eine Aufnahme im Radio hört, ist es schon zu 90% ein Großkondensator-Mikrofon, was man da eben für den Gesang benutzt hat. Deswegen würde ich schon vorschlagen, wenn man sich überlegt, zu Hause eben Gesang aufzunehmen, dass man dann in die Richtung eben auch investiert. Vor allen Dingen, weil solche Mikrofone auch meistens relativ breit zu benutzen sind. Also zum Beispiel das AKG C414, was allerdings relativ teuer ist, kann man ungefähr an jedem Instrument benutzen. Also ich hatte noch nicht wirklich das Gefühl, dass das irgendwo schlecht klingt. So. Es gibt vielleicht passendere Mikrofone, aber das funktioniert eigentlich schon immer. Und da gibt es eine kleinere Variante von, die ist auch gar nicht so teuer, die empfehle ich häufiger mal. Das ist das AKG 214. Ich weiß gar nicht, was es genau kostet. Ich vermute so zwischen 300-400 Euro oder so. Das kann schon sein. Welche ich sonst auch ganz gut finde, sind die Rode-Mikrofone oder Röde? Rode? Ich weiß nicht so genau. Zum Beispiel das NT1A. Also ursprünglich Röde. Aber das ist ja jetzt mittlerweile, wo sitzen die? In Australien, ne? Australien. Ja, genau. Das, die Welt sagt Rode. Dann sage ich jetzt auch Rode. Also von denen habe ich zum Beispiel zwei NT5 Kleinkondensatormikrofone und setze sie auch sehr breit ein. Ich meine, da kostet eins, ich glaube, um die 180 Euro inzwischen von. Und wenn man das investiert, hat man auf jeden Fall ein Mikrofon, mit dem man sehr breit arbeiten kann. Also damit habe ich von Gitarre über Gesang, Flügel habe ich damit schon aufgenommen. Und das hat bisher recht gut funktioniert. Also das ist es funktioniert halt einfach so. Es gibt bestimmt noch passendere Sachen. Aber wenn man schon mal mit einem Kondensatormikrofon anfängt, Kondensatormikrofone sind auch bekannt dafür, relativ neutral zu klingen, im Gegensatz zu bestimmten dynamischen Mikrofonen, hat man da auf jeden Fall einen Anfang, mit dem man viel machen kann. Das NT5, ja, das hat auch den Vorteil, dass man dafür auch eine Kugelkapsel kriegt mittlerweile. Ganz genau. Also seit, glaube ich, 2-3 Jahren oder sowas. Ne? Es kommt auch paarweise. Ich glaube, irgendwie das Paar, wie du gesagt hast, so um die 300 noch was Euro. Und dann kommen noch die Kugelkapseln dazu. Und man hat eben die Option, auch eine Kugelkapsel draufzusetzen. Und ja. Ja. Und ansonsten irgendwie kann ich so aus meiner Erfahrung sagen, was noch ganz gut ist, ist auf jeden Fall ein solides dynamisches Mikrofon zu haben. Wenn man mit E-Gitarren hantiert, ist das immer extrem hilfreich, wenn man halt Gitarrenboxen abnehmen will. Direkt, dann ist das SM57 natürlich der Klassiker, was du gerade schon hochgehalten hattest, auch sehr gerne für die Snare benutzt. Eine Alternative wäre, wenn man halt irgendwie sich entscheiden müsste, sich für ein SM58 zu entscheiden, was im Prinzip, so viel ich weiß, jedenfalls wurde es schon immer gesagt, eigentlich dieselbe Kapsel hat wie ein SM57. Nur das SM58 hat dann noch diesen Korb darum mit dem Windschutz, was auch eigentlich bis vor kurzem oder teilweise immer noch das Go-To-Mikrofon für die Live-Übertragung von Gesang ist. Das klingt ein bisschen, mittig, ein bisschen brachial, ist aber so der Klassiker. Mit dem EQ kann man da aber noch relativ viel machen. Legendär ist, Michael Jackson hat das sehr oft benutzt, um im Regieraum direkt damit einzusingen. Ist halt auch relativ günstig. Wer es dann ein bisschen feiner haben will, und das habe ich mir erst vor anderthalb Jahren oder vor einem Jahr zugelegt, ist das SM58, ja, ist das Beta? Ja, das Beta 58 heißt dann, nicht mal SM. Also das ist genau. Einfach Shure Beta 58. Genau, das Beta 58, das klingt
finde ich, hat alles das, was das 58er auszeichnet, nur ist dann eher in die Neuzeit geholt, so von der vom Klang. Also die Stimme klingt ein bisschen seidiger, man hat so nach oben ist es offener, ist nicht ganz so bollerig in den unteren Mitten und kommt ohne große EQ-Eingriffe eigentlich relativ, also es bettet sich ein in so ein Musikprogramm wesentlich besser. Da bin ich sehr zufrieden mit. Und damit hat man eigentlich auch was, wo man mal, keine Ahnung, ein Cello und ein Kontrabass habe ich damit mal live übertragen, jetzt nicht aufgenommen oder so. Aber das ging halt relativ gut, weil es auch ein Hauch empfindlicher ist, ein bisschen schöner klingt und ist ein guter Allrounder, wenn man einfach was für seine Hauptbelange so dabei haben möchte. Wobei es auch, möchte ich nicht unerwähnt lassen, da von Audio-Technica ziemlich gute dynamische Mikrofone gibt, die auch für Gesang, Gitarre und so diese wesentlichen Akustikaufnahmen geeignet sind. Was ich noch interessant finde, jetzt auch mal für die Zuschauer und Hörer da draußen, ich glaube, einige haben doch auch mit Akustikgitarre zu tun. Und ich finde, Akustikgitarre ist doch noch eine relativ große Herausforderung, um das gut abzubilden. Und da gibt es ja halt auch immer wieder mal so diverse Stories in Fachmagazinen, wie und was man da denn so machen könnte. Und da gibt es ja zwei Sachen. Einmal die Gitarre alleine und dann die klassische Singer-Songwriter-Nummer, wenn man den Gesang und die Gitarre gleichzeitig aufnehmen möchte. Aber da hat Fabian und auch Andrew bestimmt ein bisschen mehr und fundierteres zu erzählen. Ratloser Blick. Ja, schon, aber das ist eigentlich dann das Thema Mikrofonierung und nicht unbedingt jetzt Mikrofone an sich. Aber was man dazu vielleicht. Doch schon. Irgendwie. Der Punkt ist, wenn du so ein, keine Ahnung, du hast ein, ja, ne, weil sagen alle E-Gitarre SM57 und so, dann hat man sowas oder ein SM58 und dann hältst du es vor die Gitarre. Ist das eine gute Idee? Ist das eine schlechte Idee? Bei einer E-Gitarre ist das nicht unbedingt so eine gute Idee, das Mikrofon direkt davor zu halten. Da würdest du eher. Ich sag ja Akustik. Ja, ich weiß schon. Ja, aber was man ganz generell sagen kann, ist, wenn du ein Mikrofon haben möchtest, was unempfindlich ist und auch für den Einsatz auf der Bühne, dann ist wahrscheinlich ein dynamisches Mikrofon die erste Wahl. Wenn du ein Mikrofon haben willst, was besonders viel Detail aufzeichnet, dann brauchst du sehr wahrscheinlich ein Kondensatormikrofon. Wenn du ein Mikrofon haben willst, was du in größerer Entfernung einsetzen möchtest, was ja im klassischen Bereich ganz oft der Fall ist. Also wenn du ein Ensemble, einen kleinen Chor beispielsweise aufnehmen willst oder jetzt ein Streichquartett oder so, dann ist relevant, dass dieses Mikrofon neutral ist im Klang, weil der Klang von allen möglichen Seiten kommt und auch aufgezeichnet wird. Und dann willst du ein Mikrofon, da kommen wir vielleicht auch noch dazu, was in Bezug auf die Eintreffrichtung des Schalls neutral ist. Aber wenn du ein Mikrofon willst, und jetzt komme ich zu der Antwort eigentlich auf deine Frage, was du so direkt einsetzt, an der Gitarre beispielsweise, die du zupfst, oder für die Stimme, dann ist der erste und wichtigste Aspekt, dass es passt zu deiner Stimme und zu dem Instrument. Und das musst du ausprobieren. Dann helfen dir auch diese ganzen Frequenzdiagramme und Polardiagramme nichts. Dann musst du eigentlich im direkten Vergleich dir das anhören. Aber ja, wo sie eine Auswahl haben von Mikrofonen. Mit allem Respekt, es gibt eine, also mal für einfach gesprochen, irgendwie, es gibt eine Nylon-Gitarre, eine Nylon-Seitengitarre und es gibt so diese Abteilung Western-Gitarre, Stahlseiten. Ja, ja, die klar. Halt vom, die sind halt also ziemlich unterschiedlich. So, was mache ich, um so eine Nylon-Gitarre am besten auf Nylon-Seitengitarre, also eine Konzertgitarre, einigermaßen okay aufzunehmen zu Hause? Was wäre da für ein Mikrofon interessant und müsste es weit weg stehen oder nah dran stehen? Also wenn du, das Ding ist ja immer, du nimmst ja den Klang auf von dem, nicht jetzt von der Seite, sondern du nimmst den Klang auf von dem ganzen Instrument, von dem Korpus dieses Instrumentes. Und dafür brauchst du eine bestimmte Entfernung, weil der Klang sich im Laufe der Distanz mischt
du hast in verschiedenen Stellen von deinem Korpus verschiedene Frequenzen, die dort verstärkt abgebildet werden. Und wenn du jetzt nah rangehst oder vielleicht sogar mit einem Piezo-Mikrofon direkt auf diesen Korpus drauf, dann kriegst du je nachdem, wo du bist, ganz anderes Klangempfinden. Aber wenn du weiter weggehst, eine gute Distanz ist zum Beispiel irgendwie, sagen wir mal, so ein Meter 50, dann mischt sich der Klang von den verschiedenen Teilen dieses Korpus auf dem Weg zu dem Mikrofon und du bekommst da eine gute Mischung und dafür brauchst du dann, um das vernünftig aufzunehmen, lediglich ein neutral klingendes Mikrofon. Aber wenn du nah rangehst, dann sind diese ganzen Faktoren wie die Ausprägung des Nahbesprechungseffektes und so weiter, sind dann viel, viel wesentlicher. Ja, aber wenn du eine bestimmte Distanz hast, ich sage immer, bei einem Cello zum Beispiel ist es irgendwie 1,50 Meter, bei einer Harfe kommst du auch mit 1,50 Meter hin, bei einem Kontrabass kommt das auch ungefähr hin, da kannst du vielleicht noch ein bisschen näher rangehen als an andere Instrumente. Bei einem Amp bist du ziemlich nah dran, weil du ja auch irgendwie den Klang generierst aus einem Chassis heraus. Wenn du jetzt mehrere Chassis drin hast, dann musst du natürlich ein bisschen weiter weggehen, damit du eben die Mischung davon bekommst. Und dann würde ich immer zu einem neutralen Mikrofon greifen. Und dann war jetzt zum Beispiel, was du vorhin gesagt hast, Fabian, so ein Rode NT5, das ist ein relativ günstiges Stereo-Pärchen, was man bekommt. Da kannst du dann auch XY zum Beispiel machen damit oder auch AB. Und dann hast du schon relativ viele Varianten. Und dadurch, dass es eben hoch auflöst, kannst du auch weiter weggehen. Das kannst du mit einem dynamischen Mikrofon nicht so gut machen. Also das finde ich, das kann schon sehr viel spezieller sein, sich sowas im Detail anzugucken. Das stimmt. Okay, aber wäre jetzt, du sagst irgendwie besser wahrscheinlich, und das habe ich auch von anderen gehört, weil sich so ein Instrument erstmal nach einer gewissen Entfernung entfaltet in seiner Gänze, wäre dann halt so ein Kondensator-Gesangsmikrofon, was man hat, schon geeignet, oder sollte man dann noch was anderes haben? Also meinst du Kondensator-Gesangsmikrofon jetzt für... Also Großmembran, also ne, wir hatten ja gerade gesagt, so für Vocals immer schön, ein Großmembran-Mikrofon zu haben, wie zum Beispiel so ein Rode NT1 oder sowas. Oder wäre halt irgendwie ein Kleinmembran-Mikrofon da irgendwie besser geeignet? Oder wie käme man da auch mit einem dynamischen rum? Also was wäre dann halt, wenn man die Kirche im Dorf lässt, so rein finanziell, aber was wäre dann so eine Empfehlung? Also vielleicht sollte man ganz kurz nochmal was sagen zu der Unterscheidung, also was das jetzt differenziert, wenn du ein Großmembran hast oder ein Mikrofon mit einer extrem kleinen Kapsel. Und eines davon ist mit Sicherheit das Eigengeräusch des Mikrofons, also wie laut das Mikrofon an sich ist. Und da kannst du eine große Kapsel natürlich wesentlich leichter so trimmen, dass das Mikrofon selber sehr leise ist. Das heißt, du kannst so ein Mikrofon auch sehr schön einsetzen für ganz, ganz feine Nuancen. Und wenn du jetzt ein Musiker bist, der auf einer Sheng beispielsweise spielt, das ist so ein chinesisches Instrument, was auch relativ komplexen Klang hat, oder was sagen wir mal, du spielst Cembalo oder du spielst jetzt, nimmst ein Klavier aus einer gewissen Distanz, weil du natürlich nah dran einfach sonst doch mein Hund nicht so einen optimalen Klang hinbekommst, dann ist so eine Großmembrankapsel auf jeden Fall so eine ganz kleine vorzuziehen, weil sie einfach von sich aus leiser ist. Ja? Und du einfach mehr von dem eigentlichen Schall, den du aufnehmen möchtest, aufzeichnen kannst. Aber eine kleine Kapsel ist verfärbungsneutraler. So eine kleine Kapsel kannst du eher bauen, so dass der Schall, der von den Seiten reinkommt beispielsweise, also wenig eingefärbt wird, die ist dann so neutraler, aber rauscht auch ein bisschen mehr. Und das sind alles so Faktoren, die man dann gegeneinander abwägen muss. Und dann bringt es was, sich diese Werte für den Frequenzgang, das Eigenrauschen eines Mikrofons und die Polardiagramme genau anzuschauen. Denn da steckst du letztendlich auch dein Geld rein. Das ist der Grund, warum dann jetzt Rode NT5, was auch ein schönes Mikrofon ist. Ich habe drei von den Pärchen. Warum man das irgendwie für 300 noch was Euro kriegt und dann die Neumann KM184 Nieren, die den anderen ja auch sehr ähnlich sehen, warum die dann doch ein bisschen mehr kosten. Die haben aber
dann auch, wenn du die Zahlen anschaust und die Polardiagramme anschaust, die sehen da besser aus. Würde ich mal sagen. Ja, das ist feiner abgestimmt, das ist genauer eingestellt, einfach auf die Gegebenheiten und ist sicherlich auch aus der Praxis irgendwie entstanden, dass Neumann da eben relativ lange auch dran geforscht hat, um so zu perfektionieren, ja. Ja, also das ist jetzt nicht unbedingt so, dass man sagen kann, dieses Mikrofon ist jetzt dreimal so gut wie das NT5, weil es dreimal so viel kostet, das kann man nicht sagen. Also ich habe schon relativ viel Geld für Mikrofone ausgegeben, wo ich dann sagen muss, also dieses Mikrofon gefällt mir schon wesentlich besser, aber was es mir bringt, sind vielleicht irgendwie 5 oder 10% mehr. Ja, genau. Ja. Aber die will ich haben. Und deswegen. Da musst du zahlen. Dafür muss man dann zahlen. Aber nochmal zurück zu seiner Frage. Neutral, also meiner Meinung nach, weiß nicht, da kannst du vielleicht auch noch was dazu sagen, Fabian. Meiner Meinung nach ist neutral immer ein guter Startpunkt für ein Mikrofon. Ja, sehe ich auch so. Und es hat sich einfach in der Praxis gezeigt, dass die Kleinkondensatormikrofone, so wie du gerade eben auch schon sagtest, meistens einen Tacken neutraler sind und die Großmembranmikrofone ein bisschen mehr färben oder irgendwie irgendwie eine Art Klang mitbringen erstmal. Das kann gut sein, es kann schlecht sein, erstmal vollkommen wertfrei. So ist es jedenfalls meistens in der Praxis, dass wir eben Großkondensatormikrofone eher einsetzen, wenn es auch darum geht, den Klang nochmal ein bisschen mitzugestalten und die Kleinkondensatoren tendenziell eher, wenn es eben wirklich um eine neutrale Aufnahme geht. Und an der Akustikgitarre, um auch da nochmal kurz zurückzukommen, haben wir tatsächlich meistens eher Kleinkondensatormikrofone. Es ist jetzt keine Regel irgendwie so, wie man es machen muss oder so. Und es gibt großartige Aufnahmen mit Großkondensatormikrofonen. Rein prozentual würde ich schon schätzen, dass die Kleinkondensatoren am häufigsten zum Einsatz kommen in dem Fall. Zum Beispiel auch, was ich relativ gerne mache, ist das AKG C451, müsste es sein. Glaube ich, das ist Stäbchen, ne? Ja, genau. Genau, das ist ja für die Hi-Hat auch relativ geil, aber kann man eben auch an der Akustikgitarre ziemlich gut einsetzen. Und ja, das wäre zum Beispiel auch so ein Mikrofon. So, ich glaube, wir sollten mal nach der Zeit gucken. Wir sind jetzt bestimmt eine Stunde schon dabei. Ich glaube, gerade knapp drüber. Ah, okay. Also ich habe eigentlich gedacht, wir würden diesmal auch noch ein bisschen mehr dazu sagen zu dem Thema technische Daten, Polardiagramme, Eigenrauschen von Mikrofonen, aber das sollten wir vielleicht nochmal ein anderes Mal machen. Und ich hatte auch gedacht, ich bekomme vielleicht den Attila mit dazu, der auch natürlich noch einen ganz anderen Input uns geben kann, weil er Mikrofone eben auch selber baut. Ist nochmal was anderes. Aber tja, ich glaube nochmal zum praktischen Einsatz, man sollte schauen, was für ein Budget man hat. Wie viele Mikrofone man braucht. Also wenn man jetzt vielleicht mit einem Mikrofon klarkommt, dann kann man natürlich, braucht man eben nur eins zu kaufen. Ich kaufe Mikrofone in den allermeisten Fällen in Paaren, weil ich so oft eben Stereo mache und dann will ich irgendwie zwei gematchte Mikrofone haben, um das realisieren zu können. Nicht, dass ich es ja nicht auch wie separat einsetze, aber das Budget ist schon mal Frage Nummer eins. Und ansonsten sind wir jetzt, glaube ich, schon einig, dass neutral ein ganz guter Startpunkt ist, außer man möchte immer schon eine bestimmte Farbe mit reinbringen, was ja auch in Ordnung ist. Und wahrscheinlich könnte man sagen, für etwas, wo man das Mikrofon mehr beansprucht, eher ein dynamisches Mikrofon als ein Kondensatormikrofon. Und da, wo man ein bisschen mehr Detail haben will, eher ein Kondensator als ein dynamisches Mikrofon, so als ein paar Daumenregeln. Tom? Ja, ich hätte noch eine Frage und zwar, also EQ ist ja nicht zu trennen von Mikrofon, weil unterschiedliche Mikrofonmodelle mit unterschiedlichen Charakteristika bringen ja quasi ein bisschen EQ schon mit. Wie sind da deiner Meinung nach denn da so die Freiheitsgrade, wenn man denn weiß, was man tut? Was kann man mit einem EQ nachher noch ausgleichen? Was ist unmöglich auszugleichen? Was muss man unbedingt schon bei der Mikrofonierung tun? Also wie ist da so der Spielraum? Habt ihr da eine Meinung zu?
Also da kann man vielleicht doch noch mal ganz kurz auf das, finde ich, meiner Meinung nach wichtigste Diagramm draufschauen. Es gibt bei den Mikrofonen in der Regel so einen Frequenzgang, den man sich anschauen kann. Also wenn bei einem Mikrofon steht, dieses Mikrofon arbeitet von irgendwie 40 Hertz bis 16 Kilohertz, das sagt irgendwie gar nichts aus. Das sagt im Prinzip nur aus, dass es in diesem Bereich, den man da angibt, unter plus minus 3 Dezibel bleibt. Das könnte irgendwie sonst wie aussehen, diese Kurve. Also man muss schon die Kurve an sich anschauen. Und dann ist diese Kurve auch immer nur in der Einsprechrichtung relevant. Wenn das Mikrofon jetzt dieselbe Kurve hätte aus allen Richtungen, dann kann man mit dem EQ rangehen. Und man kann da an irgendwelchen Schrauben drehen und alles passt. Das Problem damit ist, und weswegen manche Mikrofone, weswegen es bei manchen Mikrofonen heißt, die sind eben sehr, sehr gut zu equalizen, ist, das sind zum Beispiel die Achter. Und die Achter haben ganz oft die haben sehr eindeutige Kurven auf dem Polardiagramm. Das Polardiagramm zeigt einem, wie dieses Mikrofon Frequenzen aus verschiedenen Einsprechrichtungen aufzeichnet. Und wenn das einigermaßen gleichbleibend ist, dann kannst du zum Beispiel die Höhen rausnehmen und es stimmt rundherum, oder du kannst irgendwie noch ein bisschen in die Tiefen reinschieben und alles passt. Wenn das Mikrofon aber irgendwie so ein Ungleichgewicht hat von der Seite und du ziehst die Höhen rein oder ziehst die irgendwie raus, dann beeinflusst du natürlich diesen Klang dann auf eine andere Art, als wie du es wirklich möchtest, und du verfälschst dadurch den Gesamteindruck und es klingt dann irgendwie vielleicht nicht ganz so toll, wie du es dir vorgestellt hast. Also das ist so ein Aspekt. Wenn das Mikrofon so gebaut ist, dass es neutral ist von überall her, dann kannst du mit dem EQ relativ gut rangehen. Weil das Mikrofon hat ja selber immer schon einiges an Technik eingebaut, die letztendlich eine Kombination aus der Kapsel und aus der Vorverstärker-Elektronik darstellt. Ja, weil die Kapsel hat eine bestimmte Art, wie sie reagiert auf Schall, und das kann man dann wieder kompensieren. Man kann die Frequenz gar linearisieren mit einer entsprechenden Verstärkerschaltung im Mikrofon schon. Aber wenn das, was da rauskommt, relativ neutral ist, dann kannst du mit dem EQ gut da dran gehen. Fabian? Ja, das finde ich eine sehr gute Erklärung von dir. Gerade eben, dass eben das Polardiagramm irgendwie über verschiedene Frequenzen gleichmäßig sein sollte. Was ich zu dem Thema auch noch sagen wollte, ist, dass das eigentlich meistens gewinnbringend ist, wenn man ein Mikrofon schon verwendet während der Aufnahme, was eben zum Signal passt und was eben auch am nächsten schon an dem Ergebnis ist, was man haben möchte. Und das heißt nicht, dass man mit dem EQ gar nichts mehr machen kann oder sollte, sondern dass man eben, wenn man die Möglichkeit hat, ein passendes Mikrofon zu wählen, einfach zu besseren Ergebnissen kommt. EQ ist immer irgendeine Art von technischem Eingriff, was natürlich jetzt erstmal gar nicht schlecht ist, das will ich auch gar nicht irgendwie abstreiten oder so. Aber wenn man es mit dem Mikrofon schon richtig machen kann, und man sich den EQ dadurch vielleicht weniger einstellen muss oder vielleicht auch ganz weglassen kann, kommt man schneller, aber ich denke auch besser zu seinem Ergebnis. Also wenn man grundsätzlich weiß, zum Beispiel, dass man ein paar hellere Mikrofone hat, andererseits auch ein paar dunklere Mikrofone, zum Beispiel die Bändchenmikrofone sind bekannt dafür, nicht besonders hell zu klingen, sondern eher irgendwie ein bisschen weicher die Höhen auflösen, ein bisschen zurückgenommener vielleicht auch sind. Wobei bestimmte Kondensatormikrofone, zum Beispiel die Brauner Mikrofone, die sind relativ hell einfach abgestimmt. Und das kann man sich in den Kurven angucken, in den Frequenzdiagrammen, ist aber auch relativ eindeutig. Wenn man einfach in die beiden Mikrofone reinspricht, hat man eigentlich relativ schnell schon erkannt, irgendwie, ob so ein Mikrofon grundsätzlich jetzt erstmal heller oder dunkler klingt. Und wenn man das eben zu einem zum Instrument dann auswählt und seine Mischung schon im Kopf hat, dann denke ich, kommt man da einfach zu den besten Ergebnissen. Also wenn man sich wirklich schon während der Aufnahme denkt, dieser Shaker soll jetzt nicht so ganz weit nach vorne gemischt werden, also nehme ich mir vielleicht ein Mikrofon, was nicht ganz so hell klingt. Also irgendjemand ist, glaube ich, schon wieder rausgeflogen. Na, das war wahrscheinlich Andrew. Ich bin noch tatsächlich da. Tatsächlich. Sein WLAN vielleicht. Das, wie ich das höre, wird er gerade auch schon wieder dazu geholt. Ich meine, warten wir mal ab, wie sich das mit Andrew noch ergibt. Ansonsten tut sich noch nichts. Ansonsten glaube ich, ist da irgendwie heute jetzt schon einiges an wesentlicher Mikrofoninfo
rübergekommen, was man so geballt wahrscheinlich nur schwerlich finden kann. So, und ich glaube, das hilft vielen Leuten draußen doch schon mal weiter, um ja, so ein Grundverständnis für die verschiedenen Mikrofontypen zu haben, dass man auf jeden Fall mal dediziert danach fragen kann und halt auch schon mal so genremäßig eine Idee bekommen kann, was denn dann so notwendig ist für das, was man denn da so tun möchte. Ne? Für die wesentlichen Dinge natürlich. Wobei wir nicht auf Sachen eingegangen sind, wie zum Beispiel, es gibt ja so Sets, ne? Ist ja ganz beliebt, für die Schlagzeugabnahme und so. So eine Mischung aus verschiedenen Grundtypen, die da so Tools of the Trade sind, wie man so schön sagt. Und aber für die ja, normale, häufige Standardaufnahme, glaube ich, hat man heute doch schon ziemlich viele gute Infos gekriegt. Ansonsten würde ich dir zum Abschluss jetzt noch was, zum Abschluss noch quasi so ein Fazit ziehen oder Tipps geben, wo man sich vielleicht noch mehr Überblick verschaffen kann über die Welt der Mikrofone, wenn wir dann die Sendung jetzt mal so langsam zum Abschluss bringen, wo man noch nachlesen kann. Vielleicht hat Andrew oder Fabian, habt ihr noch ein paar Links zu. Also eine Seite, die mir jetzt gerade in den Kopf kommt, das ist recordinghacks.com. Ich kann es auch mal kurz in den Chat schreiben. Das ist eine Seite, wo über relativ viele Mikrofone einfach Datenbank sozusagen geführt wird, wo man auch tatsächlich verschiedene Frequenzdiagramme direkt miteinander vergleichen kann. Der schreibt es dann in eins rein. Die finde ich relativ cool, weil da halt auch ein bisschen was zum Hintergrund von den, da fehlt ein S, fällt mir gerade auf. Weil man eben auch ein paar Hintergründe einfach zu dem Mikrofon mitbekommt. Sonst, was ich irgendwie vielleicht noch als Abschluss sagen könnte, ich bin der Meinung, dass man lieber ein gutes Mikrofon kaufen sollte als 10 schlechte. Also, dass man da ja lieber investiert irgendwie. Mhm. Ja. Jo. 10 sowieso lieber ein gutes als 10 schlechte, aber lieber ein gutes als 2 schlechte auch. Gutes immer gut. Ja, und achso, hast du genau, was man noch lesen Moderator könnte, es gibt und so weiter noch einen Schluss Schlusstipp, Schlusssatz, Schlussdingsbums oder Hinweis auf weitere Folgen, weil da steht ja Mikrofone 3, wird es Mikrofone 4 geben? Ja, auf jeden Fall. Ich habe jetzt auch gerade eben hat mich Attila angeklingelt. Den will ich beim nächsten Mal auch gerne dabei haben. Was ich noch vorschlagen wollte, es gibt von Schöps eine Sammlung von Texten über Mikrofone und auch Aufnahmetechnik. Ne? Das frag mich gerade, wie das heißt. Also unter schöps.de, ich glaube, Mikrofonbuch, kann das sein? Ich habe jetzt gerade den Link nicht, aber ich schaue mal, dass ich den Link noch in die Shownotes reinsetze. Und da sind eigentlich ganz interessante Aufsätze noch. User Guide. Mikrofonaufsätze. Heißt es. Genau, die meine ich. Die sind gut zu lesen, die sind spannend. Dann gibt es auch noch von Eberhard Senkpiel eine Reihe von Seiten zu Mikrofoncharakteristiken. Die sind auch ganz interessant zu lesen, wo nochmal das erklärt wird und wo man dann auch nochmal die Unterschiede in der Funktionsweise und die Auswirkungen auf den praktischen Einsatz sieht. Aber ganz wesentlich ist, dass man experimentiert. Also gerade wenn man jetzt ein Musiker ist, der mit ein oder zwei Instrumenten oder mit der Stimme und dem Instrument arbeitet, dann hat man die beste Möglichkeit, wirklich selber herauszufinden, was passt zu dem Instrument und der Art, damit zu musizieren, wenn man das selber ausprobiert. Ja, und es wird mit Sicherheit Mikrofone Teil 4 geben. Und ja, ich hoffe, das war für alle Zuhörer interessant, also für mich auf jeden Fall auch. Und nochmal ganz vielen Dank an Fabian und vielen Dank an Tom. Sehr gerne, hat und mich gefreut, dabei André zu sein. André im Hintergrund, ja. Genau, ja, und dann bis demnächst. Der lebt Tresen, ja? Da. Möge der Hauptmoderator wieder genesen auch. Ja, genau. Allerdings. Bald, ne? So, make more music. Bis dann, ciao. Tschüss.